19.05.2015. Pff, wow, das war ein Tag. Mein 16. Geburtstag. Es gibt ja viele Geburtstage bis zum 16., aber der 16., der ist besonders. Da darf man es dann auch endlich machen. Vorher durfte ich noch nicht einmal probieren. Ich sag nur eines, ich habe von meinem neuen Recht erstmal ordentlich Gebrauch gemacht. Boah, das war eine richtige Party. Ich war richtig betrunken. Vor Freude! Endlich darf ich wählen! Was? Ist das denn etwa kein Grund zum Feiern? Demokratie ist doch wunderbar. Wenn ich hier draußen stehe, dann kann ich gar nicht anders als zu denken, Mann, was hab ich für ein Glück? Ihr habt wahrscheinlich noch nie darüber nachgedacht, was für ein Glück ihr habt, dass ihr mir zuhören dürft, ohne dass ein Zensor vorher meine Rede durchliest oder mich von der Bühne holt, wenn ich etwas Falsches sage. In manchen Ländern werden Leute dafür erschossen. Junge Leute, wie ihr und ich. Aber wir dürfen unsere Meinung äußern. Wir dürfen die Regierung kritisieren. Wir dürfen sie sogar parodieren. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin's, der Werner Faymann. Ich habe eine wichtige Ankündigung für Sie. Demnächst bin ich die deutsche Synchronstimme von Elvin von den Chipmunks. Das ist Meinungsfreiheit. Und die ist nicht selbstverständlich. Ein Türke, der Präsident Erdogan auf Fotos mit Gollum von Herr der Ringe verglichen hat, musste vor Gericht. Er wurde aber freigesprochen. Er meinte, Gollum sei gar kein Bösewicht, sondern ein Held. Aber Erdogan schränkt nicht nur in seinem Land die Meinungsfreiheit ein, nein, auch hier, in Deutschland. Er hat es tatsächlich geschafft, den deutschen Satiriker Jan Böhmermann in Deutschland wegen Majestätsbeleidigung vor Gericht zu bringen und dessen Spottgedicht aus dem Internet zu verbannen. Wir dürfen sagen, dass wir ein Recht auf Demokratie haben. Und nicht nur das. Wir dürfen es erwähnen, behaupten, aufzeichnen, verfilmen, an die Wände schmieren, hinausbrüllen und dafür kämpfen. Denn wir sind das Volk. Und wenn wir es nicht tun, wer dann? Und das ist einfacher und unspektakulärer, als es klingt. Wir müssen nur ein paar wenige Punkte beachten. Ich nenne sie das kleine Einmaleins der Demokratie. Einmaleins ist eins. 250 Wissenschaftler sind einer interessanten Frage nachgegangen. Wird die Demokratie in Entwicklungs- und Schwellenländern weniger? Alle Merkmale einer Demokratie, zum Beispiel Meinungsfreiheit und faire Wahlen, sind im Vergleich zu 2014 um durchschnittlich 6% gesunken. Seit es diese Studie gibt, hat es solch einen Einbruch noch nie gegeben. Um zu verdeutlichen, wie massiv das eigentlich ist, habe ich ein kleines Gedankenspiel vorbereitet. Wenn man mit den Ausgangswerten rechnet und es in den nächsten Jahren so weitergeht, wird es in 24 Jahren in Entwicklungs- und Schwellenländern keine Versammlungsfreiheit mehr geben. In 22 keine fairen Wahlen und keinen Schutz der Bürgerrechte, in 20 keine Gewaltenteilung und in 18 keine Meinungsfreiheit. Aber zum Glück betrifft das ja nur Entwicklungsländer. Bei uns herrschen ja noch zivilisierte Verhältnisse. Das haben sich die Polen gedacht und die Ungarn und ihr wahrscheinlich auch. Demokratie ist nicht selbstverständlich, denn sonst ist es keine Demokratie. 2 mal 1 ist 2. Politik ist eine Kissenschlacht und zum Schluss gewinnt dann, wer mehr Kissen hat. Um zu verstehen, was wirklich passiert, muss man hinter die Kissen schauen können. Wir werden ständig manipuliert. Beispiel gefällig? Ich habe euch vorher auch manipuliert. Ich hätte die Statistik auch so darstellen können. Die Demokratie wird immer stärker auf der Welt. Die Zahl der Demokratien ist um 2 gestiegen und die der Diktaturen um 2 gesunken. Wenn das so weitergeht, dann haben wir schon 2071 nur noch Demokratien auf der Welt. Wo sind die Champagnerflaschen? Das muss gefeiert werden. Gleiche Zahlen, gleiche Statistik. Nur zur Erinnerung, schon in 24 Jahren sind alle Merkmale einer echten Demokratie verschwunden. Demokratie
heißt nicht alles glauben zu müssen und zu können, denn sonst ist es keine Demokratie. 3 mal 1 ist 3. Wer nichts weiß, muss alles glauben oder nachlesen, nachfragen, nachdenken. Am besten alles auf einmal. Denn das ist in der Demokratie um einiges besser als nur zu glauben. Als ich vorher diese Statistik erwähnt habe, habt ihr mir geglaubt? Natürlich. Ich habe mich sicher gut vorbereitet, sehe vertrauenswürdig aus, naja, bis aufs T-Shirt vielleicht, und würde mich doch nie trauen, falsche Informationen zu verbreiten. Gibt es diese Statistik überhaupt? Oder habe ich diese Zahlen einfach nur erfunden? Wer von euch ist auf die Idee gekommen, das nach meiner Rede zu überprüfen? Demokratie ist manchmal anstrengend, denn sonst ist es keine Demokratie. 4 mal 1 ist 4. Ich kenne manche Leute, die sagen, sie gehen zwar wählen, aber sie wählen dann ungültig. So sagt man Ja zur Demokratie, aber Nein zu den Politikern. Stellt euch vor, jemand schickt euch Brot kaufen. Ihr geht in die Bäckerei, kauft aber kein Brot. Dann kommt ihr zurück und werdet gefragt, ob ihr denn kein Brot gekauft habt. Nein, habe ich nicht. Aber wenigstens war ich in der Bäckerei. Dem Bäcker ist es vollkommen egal, wie viele Leute hineingehen und dann wieder hinausgehen. Den interessieren nur die Kunden. Und auch den Politikern ist es völlig egal, wie viele Leute sie wählen. Es reicht, dass sie gewählt werden. Demokratie heißt auch, schwierige Entscheidungen zu treffen. Denn sonst ist es keine Demokratie. 5 mal 1 ist 5. Angst ist das Tor zu unserer Wahrnehmung. Angst schaltet den klaren Verstand aus und Angst lässt uns Dinge tun, die wir nicht logisch begründen können. In der EU sind heuer schon 32 Europäer durch Terror gestorben. Wir brauchen endlich den Zugriff auf die persönlichen Daten, damit wir diese schrecklichen Attentate verhindern können. Ihr habt doch eh nichts zu verbergen, oder? Würde das wirklich etwas bringen? So kann man doch ganz leicht unangenehme Kritiker, Rechtsanwälte und Oppositionspolitiker kontrollieren. Aber 32 Europäer sind doch heuer schon durch Terror gestorben und das Jahr hat gerade erst angefangen. 41 Europäer sind heuer schon vom Blitz getroffen worden und das Jahr hat gerade erst angefangen. Der einzige Mensch, der dich davon abhalten kann, Angst zu haben, bist du selbst. Demokratie erfordert Mut, denn sonst ist es keine Demokratie. Ihr merkt schon, die Demokratie ist eine schlechte Regierungsform. Sie erfordert Mut, Anstrengung und noch vieles mehr. Aber es ist die beste, die wir haben. Zum Schluss möchte ich noch ein bisschen Wahlwerbung machen. Andere würden vielleicht sagen, wählt den Kandidaten oder diese Partei. Ich aber sage euch, wählt am Sonntag die Demokratie und geht wählen. Aber ihr habt immer noch die Wahl, denn sonst wäre es keine Demokratie.